Filmfans und herzlich willkommen zu einem allerletzten Audiogefasel von meiner Seite aus. Ja, meine Stimme hört sich noch ein bisschen angeschlagen an, das passiert meistens knapp nach den Feiertagen, wobei ich sagen muss, dass Weihnachten dieses Jahr ein ziemlicher Reinfall war, also es kam überhaupt gar kein Feeling aus. Es lag sicherlich auch daran, dass es draußen aussah, als würde der Frühling jeden Moment zurückkommen, und zwar gute 4 Monate zu früh fast. Und es an manchen Tagen geregnet hat ohne Ende und wir dachten, die Welt geht unter, aber so ist es letzten Endes. Und ja, das Jahr 2013 war doch ein durchweg positives Jahr, vor allem was die Filme und die Veröffentlichungen anging. Menschlich gesehen, muss ich sagen, wurde ich in diesem Jahr, vor allem im beruflichen Bereich, sehr oft enttäuscht, sehr oft. Da sind sehr unschöne Dinge vorgefallen, die mir manchmal echt zu denken gegeben haben, aber letzten Endes muss man ein bisschen darüber stehen. Und deswegen wird das Ganze ad acta gelegt. Und was so auf der Welt passiert ist, war auch teilweise der extremste Bullshit, den ich mir seit Ewigkeiten wieder reinziehen musste. Da bluten einem ja die Ohren und quasi auch die Augen, wenn man manche Sachen sieht. Und naja, viele unerhoffte Ereignisse in diesem Jahr, vor allem im Filmbereich. Dass vor allem Leute plötzlich, urplötzlich aus dem Leben scheiden. Ja, wie James Gandolfini, Paul Walker, Lewis Collins, Nelson Mandela, naja, da war es eigentlich mehr oder minder abzusehen. Aber erstmal so viel zu erreichen, das ist erstmal eine große Leistung und das muss halt auch gewürdigt werden. Und wir schauen jetzt natürlich auf das Jahr 2014. Das Jahr 2014 fängt für mich allerdings schon mal mit einer ganz kleinen Enttäuschung an, und zwar der britische Fansplatter-Film Inbred, der vom Mad Dimension bei der dritten FSK-Prüfung Uncut mit einer FSK 18 durchgeboxt wurde, kommt vorerst nur Uncut über Österreich raus. Mal wieder in 3 recht teuren Mediabook-Varianten. Man muss natürlich die Prüfungskosten scheinbar wieder reinkriegen. Es wäre sicherlich besser gewesen, wenn dieses Label von vorne weg gesagt hätte, wir legen diesen Film niemals der FSK vor, wir bringen ihn gleich über Österreich raus. Dann wäre der Ärger minimal gewesen und viele hätten nicht zu der deutschen DVD-Variante gegriffen und sich am Ende in den Arsch gebissen. So ist es letzten Endes für mich schon mal eine herbe Enttäuschung. Ansonsten stehen in den ersten guten 3 Monaten schon relativ interessante Sachen an. Es kommen sicherlich noch einige andere VÖs dazu, sicherlich auch von älteren Filmen. Und so muss das letzten Endes sein. Videotechnisch gibt es nächstes Jahr wie gewohnt den altbekannten Potpourri, wie ich ihn schon seit Ewigkeiten biete, also ausgegraben, wird fortgesetzt. Es wird wieder die ein oder andere Kritik geben. Sicherlich auch wieder ein paar Update-Parts bzw. Lords kleine Film-Collector, aber es kommt immer darauf an, was für Filme dann in der Sammlung landen. Da ich doch mit der Zeit etwas knickrig und geizig geworden bin, dann wirklich nur den Fokus auf teilweise die Filme lege, die ich wirklich haben will, oder auf die Editionen, die interessant sind. Ansonsten wäre man echt Ende des Monats sowas von pleite und würde extrem ins Minus abrutschen, das ist letzten Endes so. Und ja, auf jeden Fall mal schauen, ob die Crossover-Reihe mit DVD-Fanet bzw. Andy dann endlich mal wieder an den Start geht. Wir hatten ja vor ein paar Monaten mal darüber geschrieben gehabt, dass wir jetzt wieder anfangen wollen, aber irgendwie ist nichts draus geworden, es hat sich im Sande verlaufen. Aber das liegt doch sicherlich daran, dass jeder mal hin und wieder mal Zeitmangel hat, mit anderen Sachen beschäftigt ist. Und so ist es letzten Endes auch. Und dann habe ich natürlich noch eine andere Idee in Planung, aber die ist allerdings noch nicht in trockenen Tüchern, noch in feuchten Tüchern, und die ist noch in einer extrem Vorstufe. Das wäre sicherlich ein richtig witziges Videoformat, beziehungsweise ein richtig lustiges Videoformat. Aber bis dahin wird sicherlich noch ein Weilchen vergehen, weil für sowas braucht man echt Zeit. Und manchmal ist Zeit echt knapp berechnet, vor allem was Freizeit angeht. Das ist echt meistens so, wenn man hier halt fast einen Großteil des Tages nur auf der Arbeit abhängt. Und so ist es letzten Endes auch. Nun ja, ich möchte mich gar nicht mehr mit großartigem weiteren Gefasel aufhalten. Ich möchte euch an dieser Stelle schon mal allen einen guten, frohen Rutsch ins Jahr 2014 wünschen. All meinen Zuschauern, aber auch all den anderen Usern hier aus der Film-Community. Und nun ja, dass wir die Veränderungen, was Google Plus mit uns bringt, dann sicherlich auch nächstes Jahr dann weiter verfolgen werden, weil es werden sicherlich nicht die letzten Veränderungen gewesen sein. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall in dann ein paar Tagen im 2014 wieder sehen bzw. hören in neuen Videos. Und nun ja, ich bin erstmal raus. Das war das letzte Video für das Jahr 2013. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nun ja, einen guten Rutsch ins Jahr 2014. Das ist ja eh noch eine Zahl, oder? Also, ciao, euer Chris.